Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Wir sind immer noch in Badlands. Sorry für Leute, die gerne wieder die City sehen möchten. Aber wir gehen gleich wieder zurück. Aber zuerst kommt hier noch eine Rückholaktion. Habe ich bisher auch noch nicht gemacht. Ich glaube, die sind erst mit einem Update dazu gekommen. Ich sehe was du nicht siehst, und das sind Minen. Und eine Drohne. Zwei Drohnen. Ich steig mal lieber aus. So, as much as I need you for this new gig, I know you need the adrenaline. There is a car sitting in the middle of a minefield out in the Badlands. I need you to grab it for me. The chances of you exploding aren't zero, but let's face it. Isn't life one big minefield anyway? Details are in the attachment. Okay. Ach du meine Güte. Sonderlieferung. Verlassenes Fahrzeug aus dem Minenfeld holen und es Dakota bringen. Ort 1. Straße ab Interstate 9. Die Badlands sind mit entschärften Minen aus dem Jahr 2071 gespickt. Nachdem einige Pechvögel durch diese entschärften Minen jedoch entbeint wurden, und machen die Leute einen Bogen um dieses Gebiet. Es sei denn, sie wollen etwas schmuggeln. Zahlreiche Schmuggelrouten verlaufen durch die alten Minenfelder. Riskant, ja, aber gleichzeitig auch brillant. Warum sollte jemand dort Grenzwachen aufstellen, wenn die Minen schon den Job erledigen? Aber hör zu, ein Schmuggler ist mitten in einem dieser Minenfelder mit seinem Fahrzeug gestrandet. Vielleicht war sein Tank leer, vielleicht hatte er einen Herzinfarkt. Vielleicht hat er angehalten, um sich selbst zu finden. Wer weiß das schon und wen interessiert's? Ich weiß nur, dass ich die Schmuggelrouten nicht kenne und sie mir jetzt quasi in den Schoß gefallen sind. Besorgt mir das liegen gebliebene Fahrzeug. Ich kenne ein paar Nomaden, die großzügig für diese GPS-Daten bezahlen würden. Hört sich gut an. Ich hoffe, ein Kurzschluss reicht pro Drohne. Ja. Kurz warten. Jetzt. Nice. Das ist noch eine Drohne. Komm schon. Jetzt. Nice. Ich brauche unbedingt mehr Speicherpunkte. Wer bist du denn? Du hast es wohl hier nicht durchgeschafft.
Okay, da ist noch ein Punkt auf der Karte. Achso, das ist das hier. Kurz mal speichern. In der Hoffnung, dass ich nicht in die Luft fliege. Drüben gibt es auch noch jemanden. Du hast es leider auch nicht geschafft. Tut mir absolut gar nicht leid für dich. Ich wollte nur mal schauen, vielleicht gibt es hier oben ja was. Ist egal, ob entschärfen oder überlassen. Hauptsache, die Dinge sind weg. Ein schöner Grafikpack. Fuck. Leiche. Another gonk who thought fate smiled on him. He's probably smiling himself before he OD'd on Maelstrom's shipment. So what you get for sampling Maelstrom supply. Strongest shit out there. Nothing else that could fire up their burnt-out synapses. Poor bastard. His output's probably out in Albuquerque waiting, unaware little Jiro's brain turned to jelly. Yeah. Jiro Johansson und Simona Rossi. Das ist das letzte Mal, Baby. Mein letzter Run. Versprochen. Ja, das letzte Mal, weil du dabei drauf gehst. Hast du nicht gesehen, was ich dir geschickt habe? Militech kennt die Routen. Die Checkpoints sind verschärft. Baby, darum gehe ich da durch die Minenfelder. Ich kenne den Weg im Schlaf. Die nicht. Darum können sie es nicht riskieren. Noch nicht jedenfalls. Es klappt auf jeden Fall. Und dann bin ich fertig. Warte auf mich, Baby. Doof, doof, doof. Aber schönes Auto. Bewaffnetes Fahrzeug. Dann lass mal schauen. Die sehen alle gut aus. So. Trotzdem sind dann hier NCPD-Leute. Komisch. Ich wollte mal kurz schauen, was da oben ist, dieser Weg. Okay, der führt bloß außen rum. Schauen, wie viel Kohle der Auftrag gibt. Das ist ein bewaffnetes Fahrzeug, von daher denke ich mal, dass das ziemlich viel Money wert ist. Offroad ausgelegt ist es auch noch. Aber irgendwie... Hä? Ich hab's doch gar nicht kaputt gemacht. Mies. Das wird mir dann sicherlich in die Schuhe geschoben. Waren wir hier schon? Wait. Ich gehe gleich weiter, keine Angst.
Okay, man kommt nicht rein. Man kann bloß ein Fahrzeug kaufen. Okay. Hat sich nicht gelohnt, anzuhalten. Übrigens auch irgendwas Spannendes dahin. Ich denke jetzt immer, bei jedem kleinen Stück ist irgendwas Spannendes versteckt. No! Ich fahr doch nur durch. Aber das sah auch spannend aus. Aber wir haben jetzt einen anderen Auftrag. Are the results I like to see. Until next time, sister. Gig closed. Claro. Bis zum nächsten Mal. Tanz im Minenfeld. Abgeschlossen. Nice. $5,000. Sehr nice. Über 100.000. 114.000. Eddies haben wir. Sehr cool. Und wären das schon zwei Aufträge für Dakota Smith? Aufträge. Triff dich mit Takemura. Ghost Town Shoot Thrill. Das könnten wir theoretisch machen. Geht zu Wilsons Schießstand. Ja, sprich mit Kirk, das haben wir auch noch offen, aber eben wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich die Mission wirklich machen möchte. Da ich Kirk eigentlich ja nicht so vertraue. Aber um das eigentlich wegzuhaben, müssten wir die Mission annehmen. Vielleicht könnten wir auch die Mission annehmen und in der Mission uns gegen ihn stellen. Und du erklimmst rasant den Weg nach oben, wie ein rastloser Geist. Aber sei vorsichtig, das Leben hat noch viele Prüfungen für dich auf Lager. Es warten mehr Aufträge. No, wollte ich nicht. Wollte ich nicht. Better run. Call you later. Of course. Ich wollte mal kurz schauen, was macht ihr die jetzt üben? Okay. I see. Latif Odai. Addison McKinney. Und wer ist der Typ? Bryce Lane. Ich denke mir ja immer, wenn die Charaktere einen Namen haben, sind sie irgendwann mal wichtig. Na? Schönes Auto. Darf ich es mir mal auslehnen? Ausleihen, sorry. Auslehnen ist Schweizerdeutsch. Danke, tschüss! Leise von drinnen irgendwie. Und das Gebiet Rancho Coronado.
das richtig? Sieht mir so aus. Ne, war es falsch. Hier ist das Gebiet mit dem Riesenrad. Gebiet, Charter Hill. So, schon bessere Musik. Was ist denn da los? In Protest. Hiroshi? Was denkt das? Kriegsschiff? Hat das was mit dem Schiff zu tun, das im Hafen liegt? Könnte es sein. Sie ist auf jeden Fall die deutlich teurere Gegend. Oh ja. Hier war ich gar noch nie so oft. In Japantown, neues Gebiet. Da haben die FPS gerade zu kämpfen. Aber noch über 60 FPS. Es waren gerade ziemlich viele Spiegelungen und Lichter. Ich weiß, man könnte ja auch schnell reisen und so, aber ich finde das irgendwie authentischer und passt einfach besser. Wenn es jetzt natürlich am anderen Ende der Map ist, ist es natürlich was anderes. So kurz mal durch Night City fahren, ein paar neue Orte entdecken. Wieso nicht? Und dann müssen wir, glaube ich, sowieso noch bei uns zu Hause mal was abgeben. Und glaube ich auch ein Auto wieder irgendwie in der Garage einlösen oder irgend sowas. Auto hat Waffen. Würde mich jetzt interessieren. Ach nee, ich habe die Waffe gezogen. Ups. Ich wollte gerade sagen, das Auto sah nicht so aus, als ob es Waffen hätte. Ich fahre mal durchs... Wait. Durchs Parkhaus. Wow, Käsemesse. Absolut nicht lohnenswert. Und da gibt's auch einen Lift. Spotted owls are nesting again and I haven't heard this Sasquatch is back. And if any of you can get me an interview, I'd really like that. But it's not all paradise, folks. There's something else going on. Ever hear of Armillaria solidipes? Probably not. But it's the largest living organism in the world, a single fungal growth that stretched beneath miles of the Oregonian wilderness. Now it's just a century ago. Hier steht doch unser Auto. Unfortunately, eigentlich. Bio plagues, acid rain and pollution ended that. And a fungus was declared. Wait, bevor wir das machen, kurz. Hol dein Fahrzeug aus der Garage. Was? Mehr Gebäudeverwaltung. Ah. Eben, die
haben unser Fahrzeug irgendwie eingebuchtet. Ach, hier ist es. Ja, okay, sah ein bisschen ähnlich aus. What the fuck? Did you see what happened? Something feels off here. You don't say. I don't mean the wreck, I mean the run. City's most courteous chauffeur up and drives away from the scene of an accident. Was war das denn bitte? Das war doch Delamain. Delamain. Wir bitten vielmals um Entschuldigung für den Verkehrsvorfall Nummer bla 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 bla. Die Delamain Corporation möchte Sie herzlich in ihr Hauptquartier einladen, um den Schaden zu beurteilen und eine entsprechende Entschädigung zu arrangieren. Okay. Wir haben unser Fahrzeug gerade erst zurück und Delamain zerstört es einfach. Machen wir ein anderes Mal. Ich möchte jetzt zuerst noch Automatic Love. Was ist das? Nee, Shoot the Thrill. Tarotkarten. Die ich gerade gesehen habe. Oh, interesting. Der Narr. Der Narr sind wir alle, auch du und ich. Jeder Schritt auf seiner Reise fühlt sich an, als würde er eine ganz neue Welt betreten. Letztendlich wird ihn die Reise verändern, doch wie die Karte zeigt, ist er ein vertrauenswürdiger Kerl, dessen unermüdlicher Optimismus ihn zum Ziel bringen wird. Okay. Okay. Ich würde sagen, wir machen das in der nächsten Folge. Es ist schon wieder Zeit. Ich verabschiede mich hiermit von Cyberpunk 2077. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Tschüss. Buddy, I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues? Sky-high rate of violence and more people living below the poverty line than anywhere else. We'll be right back.
Welcome to the next generation of open world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.